Heute machen wir uns mal leckeres Schaschlik. Dazu haben wir uns Schweinenacken am Stück geholt, in grobe Würfel geschnitten. Eine Zwiebel haben wir geschält, die haben wir geviertelt. Und Paprikaschote, die haben wir entkernt. Und ebenfalls in Streifen geschnitten. Jetzt spießen wir das alles nacheinander auf einem Holzspieß auf. Am besten, man fängt immer mit einem Stück Fleisch an, ein Stück Paprika, Zwiebel und so weiter. Jetzt wird das Schaschlik mit Salz und Pfeffer von allen Seiten schön gewürzt. Jetzt geht es mit dem Schaschlik in die vorgeheizte Pfanne. So, hier haben wir jetzt schon unsere Soße für die Schaschlik vorbereitet. Dafür haben wir 2 Dosen Pizzatomaten genommen, etwas Curry-Ketchup und dann ein bisschen Salz, Curry und Ingwer verwendet zum Würzen. Haben wir alles schon mal schön aufkochen lassen. Das geben wir gleich zu unseren angebratenen Schaschliks in die Auflaufform und dann geben wir die Auflaufform in den Ofen. So, über unsere angebratenen Schaschliks schütten wir jetzt unsere vorbereitete Schaschliksoße. Und die Auflaufform, die geben wir jetzt für gute 30 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad.